Oder ja, wo, ist wieder soweit. Saints Row 4 läuft wieder mal. Ja, ich habe mir für heute ein paar Themen überlegt. Das erste ist natürlich Truppe wieder, ist klar. Ja, man könnte es schon mal spastiken. Ich lasse das natürlich auch schon entschuldigt. Ja, eine der Themen, womit ich heute mal anfangen will, ist Facebook. Ja, ist ein leidiges Thema, ich weiß, Leute, aber ich wollte mal so gern ein, zwei Sachen raushauen, und zwar oder auch eure Meinung erfragen, was ihr für notwendig halt gut erachtet, dass da teilweise ganz drastisch um eine 6-jährige Schlampe Nacktbilder von sich posen, so echt wie diese Überfüße und sowas. Und dieses ganze Ende, und ich habe so viele Freunde, ist doch echt lächerlich. Ja, ich will eure Meinung zu wissen, was ihr das findet mit diesen ganzen Facebook-Sachen. Das ist doch echt ein bisschen überflüssig in meinen Augen. So, das mal vorweg. Ja, dann wollte ich euch meinen Xbox-Account nennen, das ist Proud Gamer. Ich werde ihn auch nochmal in diesem Video Beschreibung schreiben, wie das geschrieben wird. Wir können eine Anfrage mitnehmen, weil ihr noch nicht spielen wollt, und einfach nachsenden, falls die voll sein sollte. Ich werde regelmäßig den aktiven Gerät löschen. Und ja, hier werde ich in dem Video wahrscheinlich auch einmal failen, denke ich mal. Ja, hier werde ich bestimmt einmal failen. Jedenfalls. Ja, das ist ein etwas kürzeres Video, weil ich heute leider nicht so viel Zeit habe. Ich habe jetzt jeden Tag ein Video raus, deswegen ist es ein etwas kürzer. Ich hoffe, das wird nicht übel. Leave my country alone. Regret nothing. Dann wollte ich euch jetzt mal so meinen momentanen Spielefavoriten nennen, falls ihr euch über eure Spielefavoriten erfragen. Ja, von den Spielen, die ich jetzt bisher habe, würde ich noch was behaupten, ist noch Black Ops 2 mein Spielefavorit. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich den Zombie-Mod nicht liebe und es schon richtig geil ist in der Map. Das wurde auch schon das E-Stack von mir noch kommentiert hochgeladen, wenn ich da noch das Spiel hinkriege. Ja, dann im Anschluss definitiv Saints Row 4 für die Xbox, weil es auch richtig Laune macht. Und für PC, was ich mir alles neu gekauft habe, ist Loot 2, hab ich schon erwähnt. Das Game ist auch richtig geil. Und ich werde mal eine ganz kurze Aufnahmepause machen. Bis gleich. So, Entschuldigung Leute, es war gerade jemand an der Türe. Ja, wo war ich dran? Genau mit Spiele. Ja, Rotor Nummer 2 macht Laune, also definitiv. Da werde ich jetzt auch demnächst mal ein kurzes Video von hochladen. Das ist lange über den Teil der Kampagne, irgendwie eine Belagerung schlachten oder sowas. Denken wir mal, das wird jetzt demnächst mal kommen. Dann haben wir die Spiele auch abgearbeitet, die ich hier auf meiner wunderschönen Liste heute angefertigt habe. Ja, dann noch eine allgemeine Frage. Würdet ihr gerne für Spiele auf meinem Kanal sehen oder für Videos? Ist egal. Würde mich interessieren, was ihr euch mal gerne sehen würdet. Und ich sehe, dass das Video Ja, was ihr mal gerne für Spiele sehen würdet. Zum Beispiel mal wieder ein Black Ops 2 Video. Ein Black Ops 1, ein MW2, ein MW3, ein. Ja. Ein Skyrim. Eben, also sucht euch einfach aus, was ihr mal gerne sehen würdet, was ihr euch mal zum Beispiel für bei der Story weiterkommt, wo ich dann euch weiterhelfen kann, könnt ihr einfach anschreiben. Ich hoffe so gut, ja, ich denke mal, ich kann euch mal weiterhelfen, wenn ich da einen Freund, der mir das dann schreibt, und kann ich ja gesagt, wie man da weiterkommt in dem Fall, dann werde ich euch einen kurzen Informationsvideo dazu rausschicken, wie ihr dann an dieser Stelle zum Beispiel weiterkommt. Ja, wenn ihr mal zum Beispiel auch bei irgendeinem Spiel einen Trick wissen wollt, wie ihr zum Beispiel überhaupt stärkt oder am meisten Geld schöpft, was auch immer, wie ihr euch in einen Bug glitschen könnt, ob es noch irgendwo Easter Eggs gibt oder einfach anschreiben, guckt doch gleich nach bei den Spielen, was ich da herausfinde drüber, und sagt euch auf jeden Fall Bescheid. Dann haben wir noch ein
Abschlussthema für heute ist bei mir definitiv der Fehler bei Spielen, also wenn man bei einem Spiel failt, zum Beispiel Aim failt etc. Ja, das finde ich mal recht amüsant. Das war zum Beispiel bei einer Aufnahme passiert, bei Saints Row 4 hier. Das werdet ihr wahrscheinlich auch sehen, das müsste eigentlich auch aufgenommen sein. Da hängt mein Charakter unter einer Brücke fest. Das ist auf jeden Fall schon recht amüsant. Ja, und jetzt muss ich auch leider das wirklich abbrechen. Ich werde das Thema auch mal aufgreifen im nächsten Video. Hiermit verabschiede ich mich. Tschüss, euer Turtle Gamer. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.